Startschuss zur fünften Jahreszeit. In der Kölner Jugendvollzugsanstalt im Stadtteil Ossendorf haben die Insassinnen bereits Karneval gefeiert. Wie fühlt es sich an hinter Gittern? Ja, hier ist mehr Stimmung. Draußen ist man eher in einer kleinen Gruppe. Hier sind wir halt zusammen und haben halt einen Spaß. Es fehlt ein bisschen was, der Alkohol natürlich, aber wir haben gute Laune. Für ein paar Stunden dürfen die inhaftierten Frauen verkleidet, ausgelassen tanzen, singen, die Band auf der Bühne anfeuern. Unterstützt vom offiziellen Kölner Karnevalsorganisationskomitee. Da ist unser Anspruch, eben den Menschen gerade in dieser Situation jetzt auch mal 2-3 Stunden Unbefangenheit zu geben, aus dem Alltag in der Haft auch auszusteigen und noch mal so richtig zu leben. Und da sieht man hier, was das auslöst. Die Gefängniswärter organisieren jedes Jahr solche Veranstaltungen in der JVA. Um Ärger zu vermeiden, ist für sie dabei die richtige Auswahl der Teilnehmerinnen entscheidend. Ja, wir machen ja viele Konzerte hier, also es ist noch nie irgendwas passiert. Aber man muss den Sicherheitsgedanken natürlich auch immer im Auge haben. Es sind natürlich Straftäterinnen.